wusste keiner von Ihnen, dass Alexei zwar in Russland geboren war, aber seit seinem zweiten Lebensjahr in Queens aufgewachsen war. Dass er zwar keineswegs in wohlhabend, aber doch in komfortablen Verhältnissen aufgewachsen war. Dass seine Eltern sich in den Vereinigten Staaten sogar einzig und allein dem Ziel gewidmet hatten, diesen Grad an Komfort zu erhalten. Wenn sein Vater nicht in der Flaschenfabrik arbeitete, verbrachte er seine freien Tage in der Auffahrt und wachste sein geliebtes Modell an. Während seine Mutter sämtliche Sears-Kataloge, die mit der Post kamen, hortete und abends so langsam wie manisch unter die Lupe nahm. Ihre Art von Pornografiekonsum. Dass sie just vor dem Kommunismus Reis ausgenommen hatten, als sich die Gelegenheit ergab, denn der habe nur zu ihrem Elend beigetragen, wie sie sagten. Und dass sie Moskau mit keiner Silbe erwähnten, wenn es nicht gerade Neues von den Verwandten zu berichten gab, die dort geblieben waren. Dass Alexei als Junge das I am Ende seines Vornamens gestrichen hatte, im verzweifelten Versuch, amerikanischer zu wirken. Und dass er, als er an der Highschool ein Stipendium erhielt, um zu studieren und in Manhattan einen ganz neuen Freundeskreis fand, von allen, seinen Eltern eingeschlossen, bereits Alex genannt wurde. Dass er mit 18, als seine Eltern beide an Herzversagen starben, aufgrund der Härte ihrer Jugendjahre, darüber war der Arzt sich sicher, so gut wie nie an Russland dachte. Ein Land, mit dem er keine einzige Erinnerung verbunden. Dass er erst nach seinem Umzug nach Los Angeles, wo man ihn nicht einmal mehr für Haarpflegemittelwerbung buchte, auf die Idee gekommen war, sein Erbe könnte ihm zum Vorteil gereichen. Könnte ihm sogar zum Durchbruch verhelfen, wenn er es in einer Branche versuchte, die von Leuten seines Schlags bestimmt wurden. Und dann nannte er sich auf der Stelle wieder Alexei. Zahlte auch noch einen Aufpreis, um die Namensänderung bei all seinen neuen Porträtaufnahmen ausführen zu lassen. $15 mehr. Nur